Hallo und herzlich willkommen zurück zu Party Hard, dem Spiel, wo wir alle Leute töten, die nur feiern wollen. So, und jetzt gehen wir hier in diese Halloween-Party, oder wie sieht das aus? Ich glaube, da steht Halloween. Ich wünschte, wir könnten mal neue Charaktere freischalten. Ich weiß jetzt, also Katie kriegt man, wenn man 5-mal vor der Polizei flieht in einem Level. Weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Ninja, dafür muss man das Abzeichen, also die Errungenschaft Ninja kriegen. Für den Polizisten, ich glaube, dafür muss man das ganze Spiel erst durchspielen. Und dann gibt es noch den Butcher, den Schlachter. Dafür muss man, 20 Leute hintereinander töten. Also auch dieses Achievement kriegen, habe ich gelesen. So, ab in die Halloween-Party. Das heißt eigentlich, ich weiß nicht, ob ich irgendwen davon freischalten kann. Oh, es gibt wieder ein Pferd. So, erstmal kurz so gucken, wo gibt's was. Man kann durch das Bücherregal gehen. Aha, und dann kommt man da in diesen, mit dem Alien-Raum, so wie es aussieht. Da oben sind ganz viele Dinge, die man benutzen kann. Ja, cool. Halloween-Party halt. Und hier läuft so ein Skelett rum. Okay, es gibt 49 Leute zu töten. Ich hole mir erstmal von dem Typen so eine Waffe. Oder auch nicht. Ich kann nur die Zeitung lesen. Wieso verkaufst du mir nichts? Hallo? Ja, ich wollte nicht nochmal die Zeitung lesen. Dann halt nicht. Ich muss mich erstmal hier kurz umschauen. Also hier sind mir zu viele Leute. Da kann ich bestimmt wieder jemand ins Feuer stoßen. Aber das sehen dann alle. Hier sind Fenster. Die lieben sich da drin. Oh. Hier sind irgendwelche Folter. Ich frage mich, was passiert, wenn ich die Folter beginne. Ob das die Leute auch sehen, oder? Ich brauche ein Opfer. Hier ist doch eins. Oder nicht? Oh. Ja, das hat ja schon mal gut funktioniert. Ich will euch töten, aber es geht irgendwie nicht. Wo ist die Polizei? Ah, da. Okay. Na Mist, hier komme ich nicht durch. Moment, der hat aber nicht gesehen, dass ich das war, so wie es aussieht. Okay, alles klar. Ist hier... Achso, die Tür war offen deswegen wahrscheinlich. Okay, was ist, wenn ich hier... Huch. Essen vergiften. Nachher machen wir das mal. Das ist immer eine gute Sache. So, hier kann man reingehen, aber... Naja, gut. Hier kann ich eine Leiche zurücklassen und dann abhauen. Machen wir das mal schnell weg hier. Und dann auch schnell weg von den vergifteten... Oh, hier kann ich Leute mit dem Pferd treten. Das ist geil. So, gibt's hier auch noch Essen oder sowas? Nee. Aber ich will nicht neben irgendeiner Leiche... Ach, da hinten sind wieder Container. Wieso hat der mich denn jetzt gesehen? Was habe ich denn gemacht? Ach so, ich stehe neben der Leiche. Das ist natürlich wieder ungünstig. Hier ist ein Skelett. Oh. Ja, das war vielleicht jetzt nicht so klug. Kommt, hinten wir den auch noch gerade. Ah, ich werde wieder geschnappt. Ich hoffe, der Polizist gibt vorher auf, denn hier... Ich weiß nicht, ob ich hier hinter dem Haus entlang kann. Naja. Aber gut, er hat aufgegeben. Gut, die Polizei wird sich darum kümmern. Überall Leichen. Ich sollte wie immer nicht neben der Leiche stehen, denn dann wird man gerne verhaftet, was ich irgendwie voll blöd finde. Denn hier die Leute waren vergiftet. Was kann ich dafür? Also ich meine, ich kann schon was dafür. Werfen wir den einfach in den Container. Und gut ist. So. Da, 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 da. So, ich töte den mal kurz. Kann der mir nichts verkaufen? Irgendwie klappt das nicht. Ich weiß nicht, ob das an der Position liegt oder... Naja. Oh. Jetzt habe ich die gefoltert.
Oh ja, hier ist auch noch eine Leiche drin. Das ist vielleicht auch nicht so gut, dass ich dann da rumstehe. Hier sind überall Fenster. Das ist natürlich auch schlecht. Ich will noch mehr Leute mit dem Pferd treten. Es steht hier eigentlich sehr praktisch im Raum so. Es muss nur jemand hinter denen gehen. Tada! Oh, jetzt hat sich das Pferd hingesetzt. Schade, dass man nicht aus dem Fenster herausspringen kann. Ist das Pferd jetzt... Habe ich das jetzt zu oft benutzt, oder was ist das Problem? Ach, guck mal, hier liegt noch einer auf dem Klo. Jetzt ist er wach. Ach, die da oben wird verhaftet. Ach, das finde ich ja nett. Dann muss ich die nicht mehr töten. Die sind verhaftet. Wird die einfach niedergeschlagen. Oh, ich könnte den Typen da unten vielleicht töten. Oh, was ist denn hier noch im Sarg? Ach, hier kann ich die direkt entsorgen. Ich glaube, da sieht jemand. Oh, tschüss. Ja, komm her. Das ist ja dann der perfekte Mordraum eigentlich. Alle Leichen in den Sarg. So wie es sich gehört. Also hier liegen einfach zwei rum und schlafen. Ach, man kann da unten lang gehen. Na, komm schon. Und wo geht das dann hin? Ach, dann komme ich hier oben raus. Hä, aber so rum geht der Weg nicht. Das ist ja blöd. Ich will was von dir kaufen. Aber du lässt mich nicht. So, hier wurden wieder Leute überfahren. Ich sehe das doch. Ah, ich kann nicht laufen. Okay. Vielleicht kann ich die schlafende Person hier rübertragen. So, bevor die aufwacht, schnell lieber mal töten. Und sieht er das da draußen? Weiß ich nicht. Da drin, meine ich. Beim DJ. So, vielleicht kann ich den auch noch töten. So, schnell weg hier. Die Leute bewegen sich alle gar nicht so viel. Das ist eigentlich ganz gut. Dann kommen die nicht so schnell auf die Schliche. Die sind nur alle da irgendwie bei dem Lagerfeuer. Das gefällt mir nicht so. Okay. Dann gehen wir mal wieder rein. Und hier, die sind alle alarmiert. Und das Pferd steht nicht mehr auf. Schade. Komm, wir tanzen mal ein bisschen. Hey, yo, wie findet ihr das? Hm? Geil, oder? Tanzzeit. Wuhu. Ja, schade, ich dachte. Gibt's da noch irgendwas zu benutzen? Nur die Folterinstrumente? Aber was ist denn da oben noch? Ich weiß gar nicht, ob den Leuten das auffällt, wenn man den DJ tötet. Gegenstand zerbrechen. Okay, gibt's da eine Explosion? Oh, guck mal, der ist hier. Ah, schade, jetzt geht er schon wieder raus. Sonst hätte ich den auch noch in den Sarg werfen können. Warum sind die denn alle auf einem Fleck? Das ist voll nervig. Okay, der geht raus. Meine Chance. Oder kommt das Skelett jetzt auch raus? Warum? Okay. Na, das geht da lang. Steht natürlich hier direkt vor dem Fenster. Ich weiß aber nicht, ob die Leute da oben das... Na gut, ja. Ach, naja, ein Versuch ist wert. Ich krieg die Leiche einfach mal hier hin. Und dann geh ich schnell weg. Dann geh wieder hier lang. La la la. So. Der Typ da unten ist natürlich auch ganz gut zu töten. Hallo. Na, wie geht's so? Ich glaube jetzt nicht mehr so gut. Ab in den Müll mit dir. Okay, wie viele noch? 13. Ja, lauf in deinen Tod, Junge. Schon ziemlich schwer, so eine Combo mit 20 Leuten zu kriegen, glaube ich, weil da muss man sich beeilen. So, step, 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 step. Vielleicht hätte man das in dem Partybus machen können. So, wie kriege ich die denn da rechts
da links alle weg. Hier habe ich jetzt zwei Skelette. Ich weiß nicht, ob ich die... Wo ist überhaupt das Telefon? Ist das hier das Telefon? Anrufen. Ich kann auch irgendwen anrufen, aber wen? Komm, wir rufen mal an. Und dann machen wir jetzt schnell so. Was war das denn jetzt? Da ist irgendwer vorbeigefahren, aber nicht ausgestiegen. Naja, egal. Räume ich die Leichen hier mal weg. So, jetzt gibt's nur noch die da links. Und den DJ, aber den lassen wir mal. Wobei, ich könnte eigentlich den DJ töten. Warum nicht? Ist der schon mal aus dem Weg. Ich muss hinter dem gehen. So, und du kommst auch in den Müll. Okay, dann stelle ich mich jetzt mal neben die Leute und dance ein bisschen. Hallo. Yeah. Wuhu. Was? Okay. Bevor die mich wieder zusammenschlagen. Oh, ich hoffe, da unten findet jemand gleich. Ja? Ach, guck mal, das Pferd ist wieder aktiviert. Und hat schon das erste Opfer gefunden. So, jetzt muss ich den Typen da noch killen. Bleib doch mal stehen. Sehr gut. Das hat ja gut funktioniert. Dann kann ich die Leiche jetzt auch noch entsorgen. Ups, falsche Taste. Ne, das mit dem Pferd ist eine gute Sache. Okay, jetzt sind es nur noch 7 Leute. Ich tanze noch mal ein bisschen. Wuhu, yeah! Ist das hier oben eigentlich auch eine Person? Nee, das ist nur Baumschmuck, ja. Ach, du möchtest gerne gefoltert werden. Du bist aber leider nicht nah genug dran. Naja, dann töten wir dich mal kurz und dann töten wir dich. Und damit die Leute nicht gleich ausflippen, warum kann ich nicht darum gehen, ey? Ach. Immer schön auf die Mülltrennung achten. Naja, okay. Was ist denn da? Achso, ich kann hier ins Schlafzimmer gehen. Oh. Nee, da sind überall Fenster, dann sehen die mich. Das ist nicht so gut. Und weg mit dir. Gut. Jetzt sind es nur noch 5, das sollte ich hinkriegen. Und einer davon ist der Waffentyp, der macht ja eh nichts. Ich frage mich. Na, jetzt haben die sich beide umgedreht, das ist natürlich doof. Okay, ich probier's mal mit dem Tanzen. Okay. Jetzt wollen die alle, dass ich abhaue. Okay, dann kann ich die ja mal ins Feuer werfen. Bup. Oh, den kann ich foltern. Nein. Den kann ich einfach so töten. Aber das war jetzt ja schon fast zu einfach, du. Und der ist tot. Und jetzt töten wir noch den tollen Waffenhändler, der mir leider gar nichts gegeben hat. Ich weiß nicht warum. Und damit wäre das Level beendet. Platsch. Ja, sehr schön. Auch wie die da, die gefolterten Opfer alle. Neben dem Häckselkessel wird jetzt getanzt. Wuhu! Sehr schön. Okay, das war mal eine interessante Zwischensequenz. Jetzt geht's zur Campus-Party. Wupp, wupp. Na dann. Wollen wir doch mal schauen. Wupp, wupp. 60 Leute. Ach, Jimmy, warum sind denn hier so viele Türsteher? Und da ist ein Koffer. Das kann ja heiter werden. Was ist das denn hier eigentlich? Wie
sieht er mich von da drinnen und läuft dann raus. Rauchbomben lassen sich unsichtbar werden, aber diese Zeitungen, ey, die sind immer so... Oh, hier ist ein Zebra. Oh, kann ich den Bouncer damit töten? Oh, das wäre so schön. Hat funktioniert. Nur leider hat mich der Typ gesehen. Hier kann ich mal eine Leiche verstecken. Hier kann ich reingehen. Hallo! Oh ne, da ist auch wieder so ein Türsteher. Der hat mich aber nicht gesehen. Oh, wenn ich den jetzt auch noch... Nein, ich bin leider zu langsam. Ah, das ist aber jetzt gar nicht so leicht, ne? Kann ich den von hinten schnell töten? Und schnell hier entsorgen? Boah. Gut, da wären zwei Türsteher schon mal weg. Das hier ist auch eine Falle. Verwenden. Aber da muss, glaube ich, jemand dahinter stehen dann, oder? Okay. Gehen wir erstmal hier rein. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Dem Typen zuhören, oder? Ich könnte ihn töten, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ach, egal. Oh, ups. Ah, nein. Da steht ja auch wieder ein Türsteher. Die wird verhaftet. Nein, ich werde verhaftet. Nein, nicht gut. Gar nicht gut. Dann ist hier mal so eine Bombe. Die ist aber leider zu langsam. Ah, okay. Der Typ hat schon aufgegeben. Ich sollte hier weggehen. Jetzt bin ich schon wieder verhaftet. Nee. Diese Türsteher. Ich glaube, die muss ich als erstes loswerden. Ach, hier ist ein Koffer. Bomben! Ja, Bombe kann man gut hier reinschmeißen. Ah, hier haben die Bierpong gespielt. Was kann man hier machen? Gegenstand zerbrechen. Ah, Mist. Da stand niemand. Dann vergiften wir mal wieder das Essen. Der Klassiker. Ah, Türsteher. Und da ist gleich noch einer. Ah, schnell weg hier. Ich glaube, ich töte lieber Leute mit dem Pferd. Zum Beispiel den Türsteher. Ich habe gleich zwei auf einmal getroffen. Geil. Aber... Ich meine, der Typ ruft jetzt die Polizei, aber ich war es ja nicht. Oh, die sind jetzt alle vergiftet. Mörder, Hilfe! Ich könnte hier mal die Bombe reinwerfen. Wie wäre das? Oder soll ich lieber die Türsteher damit töten? Ah, ich weiß nicht. Ach komm, was soll's. Tschüss. Oh oh. Die mal weglaufen. Ah. Bombenexplosion. Yay. Aber es war auch nur nochmal 6 Kombo. Wenn ich den kurz töte und hier reinwerfe, während die Polizei da langläuft. Und das SWAT-Team. Oh. Das kann ja heiter werden. Ich weiß nicht, ob ich dieses Level schaffe. Ich habe jetzt 18 von 60. Das dauert noch eine Weile, ne? Bam. Die vom SWAT-Team hauen alle nieder, ey. Das ist geil. 19 von 60 ist jetzt schon. Okay. Was machen die denn da? Die hauen irgendwie alle. Oh oh. Solange die mich nicht hauen, ist mir alles okay. Ist mir alles recht. Ich würde aber gerne hier das Ding benutzen. Was macht denn dieser komische Hasentyp da? Ah, jetzt liegt er. Oh Gott, die hauen einfach alle um. Ich check das nicht, ne? Wie soll ich denn da jetzt jemanden töten, sag mal? Wenn hier ständig jemand rumläuft. Ah, hier sind jetzt gleich zwei. Ja, geh mal raus. Dann töte ich die und lauf weg. Schneller. Sind jetzt weg? Ah, gut. Oh, da liegt eine Leiche und keiner sagt was. Oh, doch jetzt.
Ah, der stellt sich hier auch gut zum Töten hin. Hier kann ich den wenigstens entsorgen. Okay, alles gut. Aber da sind immer noch drei Türsteher links. Ich weiß nicht, wie ich an denen vorbeikommen soll.